Hallo, heute ist Dienstag, der 19. April 2016 und ich hatte heute den zweiten Termin bei meinem Hormonbegleitarzt und habe sozusagen die Werte von meinem Bluttest bekommen. Das war eine riesengroße Tabelle mit ganz vielen Zahlen, von denen ich keine einzige verstanden habe, aber sie sahen alle schwarz aus, also lag alles offenbar im Referenzbereich bis auf einzelne kleine Ausreißer, die aber nicht weiter tragisch waren. Yay, ich bin also offensichtlich gesund genug und kraftvoll genug, diese Bürde namens Testosteron entgegenzunehmen. Danach ließ er mich alles aufzählen, was ich weiß, was Testosteron bei mir ändert, sowohl Positives als auch Negatives. Ich habe ihm versucht, die gesamte Litanei um die Ohren zu klatschen. Habe natürlich dabei die Hälfte vergessen, aber es ging ihm nur darum, dass ich am Ende ein kleines Papierchen signiere, auf dem ich ihm glaubhaft versichere, dass ich weiß, was Testosteron mit meinem Körper macht und dass ich mit diesen Änderungen einverstanden bin. Und wenn ich nicht einverstanden bin, dann wurde es mir aber wenigstens gesagt. Ja, dann hat er mich noch gefragt, was hätte ich denn gerne für ein Präparat? Ich sagte, ich hätte gern Gel, weil das kann man sich so schön beim Zähneputzen mit auf die Zahnpasta schmieren. Nein, natürlich nicht, sondern ich habe einfach das Gefühl, da habe ich mehr Kontrolle und ich könnte, wenn ich wollte, jeden Tag diese Therapie abbrechen, wenn ich merke, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Und es hat irgendwie einen konstanteren Hormonspiegel, so über längere Zeit hinweg. Dem stimmte er zu und wir haben erstmal mit 25 Milligramm angefangen, was eine sehr kleine Dosis ist. Morgens wurde das immer geschmiert, das heißt, ich werde morgen am 20. April meinen T-Day haben, glaube ich, nennt man ihn. Ja, T-Day. Wir wollen dann in 6 Wochen oder ich weiß nicht, wie lange das hin ist bis zum nächsten Termin, die Blutwerte nochmal checken, ob alles soweit gut läuft, ob irgendwelche Werte jetzt aus dem Referenzbereich rauslaufen und ja, wie die Dosis dann so ist, ob wir vielleicht nochmal erhöhen müssen. Wenn dann gegebenenfalls nochmal eine höhere Dosis verschrieben wird, dann werde ich vielleicht erst die richtigen dollen Veränderungen merken. Aber nichtsdestotrotz, da morgen offiziell mein T-Day ist, habe ich mich nicht gescheut, mir trotzdem Wunschgedanken zu machen, was ich mir denn so vorstelle, was unbedingt passieren sollte. Als allererstes und was ich nicht haben möchte. Oder wo zumindest die Veränderungen noch ein bisschen warten können. Die Ode an das Testo. Liebes Testo, bringe mir, lese ich meinen Wunschzettel mal vor. Was mir am wichtigsten eigentlich ist, ist das, was ich schon mal gesagt habe, was mein Kumpel auch beschrieben hat. Er ist durch Testosteron selbstsicherer geworden. Er zweifelt nicht mehr so schnell an sich selbst. Das kann ich auch sehr stark gebrauchen. Auch dieses Self-Blaming, dieses sich selbst immer so bloßstellen und sich selbst beleidigen, wenn irgendwas nicht klappt, das habe ich auch sehr verinnerlicht. Das möchte ich gerne, dass das weggeht. Und im Zuge damit, das hängt vielleicht ein bisschen zusammen, mehr Ausgeglichenheit. Ich weiß nicht, was ihr so denkt, was ich so für eine Person bin, aber ich bin in manchen Situationen ein richtiger Choleriker. Also ich fahre sehr schnell aus der Haut und werde dann auch so für die Situation völlig unangemessen aufgebracht. Auch wenn ich in dem Moment weiß, dass das eigentlich völlig überzogen ist und hinterher beruhige ich mich auch relativ schnell wieder, aber ich kann da echt, ich habe auch null Geduld und ich könnte ausrasten. Und ich hoffe, das macht mich ein klein wenig ausgeglichener. Ja, Kraft auf jeden Fall. Ich möchte im Fitnessstudio endlich mal genau die Masse bewegen, von der ich mir die ganze Zeit in meinen Träumen ausmale, dass ich sie bewegen kann. Und von denen ich mir auch immer denke, die musst du doch bewegen können, das ist doch jetzt nicht so schwer. Meine Physiognomie macht es möglich, dass ich es trotzdem nicht schaffe. Ich hoffe, mit Testo schaffe ich es irgendwann. Yes. Dann die Fettverteilung. Oh ja, ich habe heute, da ich heute mir freigenommen habe, nicht nur wegen des Termins, sondern auch, weil ich heute zufällig noch ein paar Schränke und Möbel bekommen habe, zusätzlich nämlich einen großen Kleiderschrank, auf dem eine Seite komplett verspiegelt ist, sodass ich mich leibhaftig in voller Lebensgröße in diesem Spiegel bewundern durfte. Mein Mikrofon ist noch dran. Das war so ein toller Anblick, dass ich mir sofort eine andere Jeans angezogen habe, weil das könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich für eine Hüfte dran habe. Also einen breiten Arsch zu haben, ist das eine, aber es in voller Lebensgröße sehen zu müssen, also die Fettverteilung, ich weiß, es dauert länger, bis die Fettverteilung einsetzt, aber bei mir könnte sie gerne ein bisschen früher einsetzen, weil, nee, das ist scheiße. Die Stimme auch gerne, aber da muss ich jetzt nicht so schnell drauf bestehen, weil, ja, ich hätte ganz gern erstmal so Veränderungen, die ich selber merke, aber die man so von außen nicht unbedingt sieht.
weil ich bin bei meinen Kollegen und überhaupt bei der Arbeit noch komplett ungeoutet und ich möchte erstmal mich nur ein bisschen reinfinden, bevor ich mich bei denen oute und deswegen muss da nicht sofort was passieren, was man noch sieht oder hört. Deswegen Stimme ja gerne, aber malo, ja, kein Stress. Das, oh ja, und meine Brust. Also ein Kumpel von mir hat ja gesagt, der nimmt jetzt seit einem Jahr Nebido. Und der hatte vorher richtig große Brüste, so E-Körbchen oder sowas. Und der ist alleine durch das Testosteron sind die Körbchen zwei Nummern oder zwei Größen kleiner geworden. Zwei! Das hieße bei mir, dass ich auf null runterkomme. Hohoho. Okay, so gut wird es wahrscheinlich nicht, aber es wäre zumindest schön, wenn ich auf ein A-Körbchen runterkommen würde, alleine durch Fettumverteilung. Wahrscheinlich geht das so in Richtung Fettumverteilung, was ich hier gerade erzähle. Aber gerade die Brust, die möchte ich gerne. Das wäre sehr schön, wenn das ein A-Körbchen werden würde. Bitte, liebes Tess. Bitte. So was möchte ich nicht unbedingt. Oder worauf kann ich verzichten? Auf Akne? Auf Haarausfall? Okay, dagegen kann man was machen. Trotzdem. Es geht ums Prinzip. Schwitzen brauche ich auch nicht unbedingt, weil ich schwitze so schon wie ein Schwein. Also ich brauche jetzt nicht noch mehr davon. Bitte. Nee. Brauche ich echt nicht. Und Haarwuchs am Körper ist etwas, worüber sich viele Transmänner extrem freuen. Ich brauche es ehrlich gesagt nicht so. Ich mag so Flausch am Arm, hier so. Finde ich total schön, kann man immer so durchkämmen. Aber, ach nee, ich weiß nicht, am Bauch und dann die Flohleiter ist noch okay. Aber wenn ich dann hier so zwischen den Brüsten dann so ein Wollerich habe, weiß nicht, brauche ich irgendwie nicht unbedingt. Blöd ist, wenn ich mir meine Familie angucke, stehen die Chancen nicht schlecht, dass ich genau so einen Flausch bekomme, aber na gut. So, jetzt habe ich meinen Wunschzettel vorgetragen, liebes Testo. Vielleicht klappt es ja auch und es kommt in der Reihenfolge oder es kommt am Anfang erstmal gar nichts. Das ist jedenfalls mein fröhlicher, fast schon Tea-Day. Was bleibt mir euch zu wünschen? Ich versuche jetzt mal nicht zu viel Hype zu erzeugen. Ja? Also es ist so feierlicher Tag und so. Ich habe mich auch gefreut, dass ich gleich in der Apotheke das Zeug gekriegt habe und dass es nicht erst vorbestellt werden musste und ich dann morgen erst zur Apotheke latschen muss. Und dann verzögert sich das noch um einen weiteren Tag. Oh, ein weiterer Tag, nein! Es hat am Ende gut geklappt und ich bin jetzt auch echt froh, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Tag wie jeder andere. Nur, dass jetzt so eine Schachtel vor mir steht und irgendwie dieses erhebende Gefühl, das fehlt jetzt irgendwie. Es ist einfach nur ein weiterer Schritt. Ich habe euch doch schon mal gesagt, die Transition, ne, die fängt doch eigentlich schon an, wenn ihr für euch innerlich begreift, was mit euch los ist. Und ihr dann beschließt, etwas zu machen, damit ihr euch wohler fühlt, damit ihr das werdet, wofür ihr euch definiert. Ich finde, da fängt schon die Transition an oder Transition. Meine Psychologin hat mich heute gefragt, warum ich Transition sage und nicht Transition. Ich sage jetzt mal Transition, die fängt also eigentlich schon mit dem inneren Coming-out an. Und dann, naja, dann geht die weiter, bis man irgendwann sagt, gut, ich bin jetzt froh, ich bin jetzt glücklich. Und das ist jetzt eigentlich nur ein weiterer Schritt. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich so viel anderes gemacht habe, was vielleicht nicht so viel Beachtung verdient, aber was ich schon wichtig finde für mich. Und das ist jetzt einfach nur ein weiteres Ding. Vielleicht das, was man von außen am meisten sieht, aber das ist jetzt... Ich werde jetzt sehen, wie wichtig ist ich es für mich. Hat jemand mein Hauptverb gefunden? Ich werde jetzt sehen, wie wichtig diese Sache für mich wird und versuche dem nicht alle mögliche Bedeutung aufzuheißen. Also ich werde jetzt euch nicht jede Woche mit irgendwelchen Stimmenaufnahmen kommen und euch jeden Monat erklären, was ich alles Veränderungen bekommen habe. Und ich weiß nicht... Ich werde einfach weiterhin Videos machen und ihr werdet ja dann sehen und hören, was sich schon so getan hat, wenn sich schon was getan hat. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Gut. Also, was wünsche ich euch denn nun? Ich bin immer noch nicht weitergekommen. Ich wünsche euch Gelassenheit. Versteift euch nicht zu sehr auf genau diesen Tea-Day, weil es ist nur eine Leiter auf dieser... Es ist nur eine Leiter auf dieser Sprosse. Es ist nur eine Sprosse auf dieser Leiter. Ich gehe jetzt ins Bett und schlafe mich aus. Und morgen früh werde ich so ein Tütchen aufreißen und versuche es nicht auf die Zahnpasta zu schmieren. Und bis dahin, irgendwann sehen wir uns wieder. Bis dahin, verwirrte Grüße, euer Kaserschnurz. Komm, es hat doch keinen Sinn.